Und damit also moin moin und herzlich willkommen zum 11. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga, der SV Sandhausen gegen unsere Alemannia aus Aachen. Und gleich mal die gelbe Karte hier für Niki Adler nach 3 gespielten Minuten. Es ist wieder ein Spiel, wo es um vieles geht, wo wir uns mal wieder absetzen können. Ein ähnliches Spiel wie zuletzt gegen Ingolstadt. Und das wird gut beginnen. Nein, nicht ganz so gut. Glanzparade hier von Michael Langer. Gute Chance anscheinend schon mal für uns, für die Aachener. Nach 4 gespielten Minuten. Es ist ein Spiel, wie gesagt, wie gegen Ingolstadt. Man hat ja heute die Chance, sich abzusetzen vom Tabellenkeller. Natürlich hat man aber auch das Problem bei einer Niederlage. Dann würde man nämlich wieder ganz unten mit drin stecken. Also das auf jeden Fall schon mal so die Informationen vor dem Spiel. Der SV Sandhausen hat damit seit 300 Minuten kein Tor mehr erzielt. Das hält hoffentlich heute auch noch die restlichen gut 70 Minuten jetzt, dass wir hier mindestens ein Unentschieden holen. Aufgepasst! Erste Chance für Sandhausen. Wagner sucht das Tor und nimmt eine flache Hereingabe von Niki Adler direkt. Jagt die Kugel jedoch, wenn auch nur sehr knapp, über den Kasten der Öcher. Melker wäre ohne Chance gewesen. Es bleibt beim 0:0. Ja, wie gesagt, ich habe vor der Partie mit ausgegeben, wir holen mindestens ein Unentschieden. Und das ist meiner Meinung nach auch Pflicht, dass wir nicht weiterhin reinrutschen. 25 Minuten sind gespielt. Es passiert hier nicht sehr viel. Doch, eine Frau ist in den Innenraum eingedrungen und entrollt dort ein Pogo.de-Plakat. 1:0! Es geht doch ab. Ich laber noch irgendwas hier. Timi Thiele, 28. Minute. 5. Tor in dieser Saison. Rösler bedient Thiele und der Stürmer trifft von der rechten Strafraumgrenze den Ball perfekt und lupft ihn über Michael Langer hinweg zum 0:1 in die lange Ecke. 2 Chancen, ein Tor. Das nenne ich 100%ige Chancenauswertung. Ja, so kann es gehen. So schnell muss es gehen. Weiter so. Nächste Chance. 30. Vielleicht der Doppelpack jetzt. Schade, schöne Möglichkeit für Aachen. Knoll tankt sich auf der linken Seite durch, zieht dann in den Strafraum und sucht den Abschluss. Doch Keeper Michael Langer pariert seinen Schuss. Den Abpraller verpasst Timi Thiele. Nur knapp. Ja, schade, schade. Geht aber richtig gut hier los in der ersten Halbzeit. Jetzt mal wieder die Chance für Sandhausen. Ecke von links, Simon Tüting mit der Chance. Wir können mal reingehen in die Statistik. Wir mit 53% Ballbesitz, die bessere Mannschaft mit 3 Chancen. Sandhausen bisher mit 2 kleinen. Und die nächste für uns, 40. Wieder eine Ecke, Langer kommt aber raus. Fängt das Ding sicher ab, kein Problem mehr für den Keeper. Und bei uns sieht es gar nicht so schlecht aus. Bis aufs defensive Mittelfeld, wo wir mit 2 Vierern dastehen. Nächste Chance für Sandhausen. Sieht das Ganze gar nicht so verkehrt aus. Überall schlechtestens eine 3, sowas in dem Dreh rum. Das gefällt mir. 1:0 die Führung. Hoffen wir mal, dass wir das noch in die Halbzeit kriegen. Dürfte aber klappen, jawohl. Abpfiff zur ersten Halbzeit. 1:0 die Führung. Und das wäre sowas von wichtig. Das wäre sowas von geil. Fast noch geiler als der Sieg gegen Nürnberg. Denn gegen solche Vereine wie gegen Sandhausen musste die Punkte holen. Ganz klar. Okay. Dann würde ich fast sagen, geh nochmal rein. Thiele loben noch nicht. Das ist noch ein bisschen zu hoch gegriffen. Demal motivieren und einen Brauer kritisieren. Ja, stimmt schon. Okay. Wie gesagt, das ist auffällig, ne? Die beiden, die keine gute Form haben. Doch, da haben wir es. 10 und 11, ne? Der Rest eigentlich überall drüber. Gut, Melker noch. Die zwei haben die schlechtesten Noten hier. Okay. Neumann loben wir mal. Das hat er gut gemacht. Tolles Spiel. Einen Knoll nochmal ein bisschen motivieren. Nochmal ein bisschen kitzeln. Genauso einen Melker. Und dann verteilen wir noch die Massagen. So, perfekt. Okay. Halbzeitansprache. Hier gibt es für uns heute nur noch den Sieg. Verlieren werden wir das nicht mehr. Ich würde sagen, wir gehen offensiv ran. Für uns gibt es nur noch den Sieg, ne? Schaut ja ganz gut aus. So müssen wir einfach weitermachen. Gehen rein, 2. 45 Minuten. Und da ist gleich die erste Chance. 46. Katastrophaler Fehlpass von Christian Glibo in der eigenen Hälfte. Hat er wirklich Glück, dass Marvin Knoll etwas überhastet abschließt. Dessen Schuss aus gut 25 Metern geht weit am Tor vorbei und stellt keine Gefahr für Langer dar. Wir gehen mal rein. Konzentration einfach mal mitgeben, damit die Jungs weiter dranbleiben. Und jetzt vielleicht das zweite machen. 52. Thiele löst sich hinter dem Rücken seines Bewachers Marco Pichon und kommt nach Flanke von Florian Müller zu einer guten Kopfballmöglichkeit. Er kann den Ball jedoch nicht richtig drücken, sodass dieser etwa einen Meter über den Kasten von Michael Langer geht. Schade, schade. Ich könnte mal unsere Jungs ein bisschen warm laufen lassen, ne? Aufgepasst. Powerplay in Sandhausen. Von wegen hier warm laufen lassen. Wir mit dem Powerplay. Knoll, 1 gegen 1 Situation mit Kim Falkenberg, kann flanken, Langer kommt raus, holt sich das Ding bombensicher aus der Luft. Schade, schade. So, aber jetzt, warm laufen lassen, zack, zack, zack. Dass wir da mal demnächst vielleicht nochmal wechseln können. Jetzt aber erstmal wieder die Chance, nächste gute Chance, 57. Und er ist wieder nicht drin. Knoll flankt von links hoch in den Strafraum der Sandhausener. Thiele ist eher am Ball als Achenbach.
der ihn anschließend eigentlich von den Beinen holt. Schiedsrichter Benjamin Bär hat aber keinen Foul gesehen und lässt weiterspielen. Okay, das wäre ein Elfmeter gewesen. Und Sandhausen gleich mit der Chance. Aber auch da nichts Gefährliches mit dabei. Wie bisher eigentlich alle Chancen der Sandhausener. Halbe Stunde noch zu spielen. Bin mal gespannt, was die Sandhausener noch auf die Beine stellen. Nochmal eine Ecke. Auch hier viel zu schlecht, viel zu überrascht der gute Sandro Wagner und trifft das Ding nicht. Und es gibt folglich Abstoß für uns, für Melker, der da wieder ein bisschen Ruhe reinbringen kann in das ganze Geschehen. So, die Jungs sind fertig. Wir könnten so ein bisschen wechseln. Frage ist nur, wo? Wo haben wir denn so ein bisschen? Vielleicht im linken Mittelfeld. Knoll mal rausnehmen, der nur auf einer, was heißt nur? Nur in Anführungszeichen natürlich auf einer 3 steht. Dem einen müssten wir mal wechseln, aber ich weiß nicht, ob ich mich schon traue, Klitsch zu bringen. Ein Mann, der natürlich in der ersten Mannschaft noch keinerlei Erfahrung gesammelt hat. Und sonst, glaube ich, haben wir keinen für den mal. Knoll. Ja, aber Knoll im defensiven Mittelfeld, das macht, glaube ich, wenig Sinn. Wir könnten noch einen Erb hinstellen, dafür Oljan Besi theoretisch nach hinten reinziehen. Aber das möchte ich auch nicht, denn die Abwehr scheint gut zu funktionieren, Stand jetzt. Deswegen lassen wir das mal so. Also der Wechsel. Andersen rein, Knoll raus. Und dann schauen wir mal, ob hier Andersen nochmal ein bisschen was bringen kann, nochmal für ein paar Akzente sorgen kann. Nochmal der Wechsel bei Sandhausen, 66. Minute. Peter Prokop rein für Fabio Morena, defensives Mittelfeld. Sprich Position für Position, die werden hier nicht weiter offensiv rangehen. David Blacher für Jin Lam in der Partie, ebenfalls Position für Position. Wir können ja nochmal schnell reingehen in die Taktik. Vergleich. Ja, die spielen so weiter, wie sie angefangen haben. Prokop, okay. Der ist überhaupt nicht gut drauf. Sollen wir es mal durch die Mitte probieren? Können wir eigentlich mal angehen, ne? Das sind sie nicht so stark. Probieren wir mal. Durch die Mitte. Okay. 70. Minute. Ich meine, mit einer 50 und einer 61 in den, auf den defensiven Mittelfeldpositionen, das ist nicht überragend, ganz klar. So, wir gehen auch nochmal rein. Wir wechseln auch nochmal. Und zwar bringe ich nochmal Leipertz für Thiele. Thiele, der schon so ein bisschen am... obwohl, soll ich Leipertz bringen? Oder für wen könnten wir Rösler? Können wir auch Leipertz? Nee, komm. Rösler darf mal durchspielen. Der wird sonst auch immer ausgewechselt. Da wechseln wir nochmal und später dann, denke ich, nochmal so 5 Minuten vor Schluss einen Glitch bringen, dass er nochmal reinschnuppern darf. Und dann ist hier Feierabend. Svefcik mit einer 2,0. Enorm gut gespielt, gar keine Frage. Macht das bärenstark, der junge Mann. Und wenn er so weiterspielt, wird er auf jeden Fall seinen Stammplatz hier sicher haben. Bei uns in der ersten Mannschaft. So, jetzt ruhig. Spiel zurück runter. Sandhausen, taktisches Foul. Danny Blum, gelbe Karte. Wunderbar. Gibt's hier den dritten Sieg in Folge? Das wäre eine Megaserie für unsere Verhältnisse. Das wäre echt bombastisch, wenn man mal sieht, wir haben gegen Sandhausen gespielt, gegen den Club und gegen die... Wen nehmen wir denn raus jetzt? Hier, die Mai. Und gegen Braunschweig. Also das sind auf jeden Fall Mannschaften, die man nicht so unterschätzen darf. Insbesondere natürlich der Club und Braunschweig. Aber auch Sandhausen, wo man auswärts erstmal gewinnen muss. Und das sieht richtig gut aus. 87. Minute. Wir machen, glaube ich, mal hinten dicht, ne? Kurz vor der Tribüne. So, ich sollte nicht mehr hier groß eingreifen ins Spiel. 90. Minute, hier ist pünktlich Schluss. Schlusspfiff in Sandhausen mit einem souveränen Sieg, möchte ich sagen. 1:0 hört sich vielleicht nicht ganz so souverän an, aber wenn man gesehen hat, was wir für Chancen hatten, wenn man gesehen hat, wie schlecht Sandhausen drauf war, die hatten, glaube ich, in der gesamten zweiten Halbzeit hier vielleicht mal eine, ja hier, eine Chance. Ecke, ja gut, zwei. Zwei kleine Chancen, der Rest waren Wechsel und in der ersten Halbzeit auch fast nichts. Wir mit 60% Ballbesitz in Halbzeit 2, sogar 67%. Richtig an die Wand gespielt, von daher ganz, ganz starker Fußball von uns. Wo sind wir denn? Ah, hier sieht man noch, das können wir vielleicht nochmal schauen. Links, über den linken Flügel bevorzugt gekommen. Torschüsse hier überall abgegeben, sehr schön. Okay, nee, dann würde ich sagen, gehen wir rein, schauen uns mal den Nachbericht an, was das Ganze denn für Auswirkungen auf die Tabelle hat. Denn ich denke, das wird ganz gute Auswirkungen auf die Tabelle haben. Ganz klar, wir gehen rein. Die Ergebnisse. Wir rutschen vor auf Rang 8, meine lieben Freunde. 17 Punkte aus 11 Spielen. Wenn das mal nicht bombastisch ist. Wer hat das erwartet, dass wir jetzt so durchstarten? Nachdem wir ja so ein bisschen abgesunken sind, vor noch 5-6 Spielen, sind wir ja so ein bisschen mehr da unten drin gestanden. Waren so ein bisschen am Scheideweg. Oder geht es weiter nach oben? Beziehungsweise geht es hoffentlich wieder nach oben. Oder bleiben wir hier unten? Und da haben wir anscheinend die richtigen Worte gefunden, denn es geht wieder steil bergauf. 17 Punkte aus 11 Spielen bedeutet Platz 8 in Liga 2. Wir lassen Vereine wie Pauli, wie Duisburg,
wie Dresden hinter uns, wie Braunschweig auch hinter uns. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Wir gehen rein. Die Ergebnisse. Düsseldorf gewinnt das Topspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:1. Der Club rutscht damit auf Rang 4 ab. Ach du Heilige. Jetzt zuletzt 2 Niederlagen in Folge. Dann Duisburg verliert zu Hause gegen Dresden. Die 1860er Löwen München. Münchner Löwen besiegen Aue mit 2:0. Lautern mit einem 3:0 bei Pauli. Bisher nur Auswärtssiege hier. Ja, nur Auswärtssiege. Der KSC gewinnt 7:3. 10 Tore in einem Spiel. Gegen Frankfurt. Alter! Leute! Die haben nach 13 Minuten 5:1 geführt. 4. Minute, 5. Minute. Dann in der 10. mal der Anschlusstreffer. Dann 11., 12., 13. Alter! 2:6 nach einer Halbzeit. Dann 3:6 und dann 3:7. Krank! Also der KSC ist auch wieder da. Alle haben hier irgendwie mitgewirkt bei den Toren. Ruben Hennings 3 Tore, Agon Memedi 3 Tore. Wie gut ist er denn, Memedi? Ohohoho, nicht so schlecht. 23 Jahre, eine 70er Stärke. Aber da merkt man auch, ne, ganz ehrlich, schon wieder so den Unterschied zwischen dem KSC und uns. So ein bisschen den finanziellen hier. Marktwert 885.000. 300.000. Warte mal, die haben bestimmt noch irgendeinen hohen. 550.000. Kriegen schon alle, Alter, 1,3 Millionen und so weiter. Da haben wir schon noch einen Unterschied. Aber wir stehen besser da, ne, als der KSC, sportlich gesehen. Wahnsinn. Okay, dann wir mit unserem Sieg bei Sandhausen. Dann das Unentschieden zwischen Regensburg und Cottbus. Und nochmal 2 Auswärtssiege, 2:2:0 Paderborn bei Braunschweig. Und Bochum beim FC Ingolstadt 04. Und das heißt wirklich nur Auswärtssiege. Also alle Spiele waren Auswärtssiege, bis auf das 0:0 von Cottbus in Regensburg. Hat man, glaube ich, so auch noch nicht. Hier haben wir es ja. Kein einziges Heimspiel konnte gewonnen werden. Sehr cool. Okay, damit, wie gesagt, auf Rang 8. Ich würde mal sagen, wir gucken noch eben in die erste. Gucken wir erst in die dritte Liga rein. Bremen 2 auf dem Aufstiegsplatz, Dortmund 2, Erfurt, Union Berlin natürlich als Absteiger auch wieder Favorit und oben gleich mit dabei. Aalen, Bielefeld hinten drin, unsere zweite. Wie gesagt, mit dem Unentschieden gegen Saarbrücken, wo ein Sieg so geil gewesen wäre, wo wir uns mal richtig rausboxen hätten können. Für unsere zweite geht es jetzt dann gegen Bielefeld. Das wird nicht einfach werden. Gar keine Frage. Eieiei. Mir wäre es ja lieber gewesen, wenn die zweite nicht aufgestiegen wäre im letzten Jahr. Dann hätten wir jetzt halt so ein bisschen entspannter rangehen können in der vierten Liga mit unseren Jungs. Das wäre dann auch oder hätte besser geklappt. Gar keine Frage. So ist es natürlich ein bisschen blöd, wenn die immer auf den Sack kriegen. So, Bundesliga. Bayern ganz oben. 9 Spiele, 22 Punkte. Gefolgt von Dortmund, von Bremen, von Hoffenheim, von Wolfsburg, von Gladbach. Und hinten drin der 1. FC Köln, die Berliner, beide Aufsteiger also. Dann die Spielvereinigung Greuther Fürth, Frankfurt, Hannover, Leverkusen, auch weit unten. Wahnsinn, genauso der HSV, der sich jetzt wieder mal ein bisschen ranpusht. Durch ein 5:0 beim 1. FC Köln. Also das war ein Spieltag in allen Ligen mit ganz, ganz vielen Toren hier. 3:7, 5:0, 5:2, 3:2. Was gab es denn bei uns noch? Hier 3:1, sehr gut. Und in der dritten Liga ebenfalls noch einige Top-Krache hier. 3:2, 4:0, 4:2. Das macht Spaß. So macht Fußball Spaß, ne? Vor allem, wenn wir dann auch noch hier schön auf Rang 8 stehen. Ganz, ganz starke Truppe, die wir da momentan dabei haben. Wir gehen rein, die Stimmen zum Spiel. Ich habe gehofft, dass sie in der zweiten Halbzeit etwas müder werden. Dem war aber nicht so. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, eher Sandhausen wurde so ein bisschen müder in der zweiten Halbzeit. Da kam ja gar nichts mehr und wir wurden eher so ein bisschen stärker, ne? Es gab nur eine Möglichkeit. Sieg, Unentschieden oder Niederlage. Wir haben uns fürs Erste entschieden. Und das war gut so. So, Spieltagsstatistik. Wie schaut's da aus? Da schaut's ganz gut aus. Aber nicht für uns. Keiner von uns dabei. Aber weiter nicht schlimm. Teamleistung. Thiele müsste ja heute wieder getroffen haben. Jawohl, 5 Tore in seinen... Hat er 12 gemacht? 11 hat er gemacht. Ja gut, 11 Spiele hat die Saison auch erst, glaube ich, ne? 11 Spiele. Von daher ganz stark. Alter, hier Obermann. Wer ist Obermann? Wahnsinn. 12 Tore in 7 Spielen. Puh, Leute, Argentinier. Gustavo Andrés Obermann. Passt auch nicht zusammen. 400.000 Euro Marktwert, 1,3 Millionen Gehalt. Wahnsinn. Ganz schöne Werte. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein Stückchen weiter.